Hallo Freunde und Modellbahnkumpels. Also ich bin gerade wieder etwas geladen und ich zeige euch auch gleich warum. Heute kam eine neue Lok, auf die ich mich richtig schön gefreut habe, richtig toll gefreut habe, und zwar diese hier. Das ist die BR156, die letzte Generation einer E-Lok aus der ehemaligen DDR, wurde dann übernommen von Rilion. So, schöne Lok, ne? Sieht doch sehr schön aus. Man soll so richtig reingleisen. Das ist mein Nachbar übrigens, der im Hintergrund rumkrabbelt. Der tut er gerade, muss aber die Gleise dann freiräumen, ne? Was ist denn das? Ach, gut, okay. Die musst du mal wegnehmen, das darf man noch nicht sehen. So, Freunde, und jetzt zeige ich euch mal, was für eine tolle Lok das ist. Nicht lachen, das ist leider so. Diese Lok ist neuwertig. Neuwertig mit Garantie. Ja, aber die nützt mir überhaupt nichts. So, und ich zeige euch jetzt warum. Erstmal hier. Da seht ihr das? So, gut. Okay, das haben wir ja beseitigt. Und wisst ihr, was ich da gemacht habe? Da habe ich von meinem schönen Kesselzug. Ziehst du mal bitte zurück? Siehst du, brauchst doch einen Assistent noch. So. Habe ich den alten Fleischmann dazwischen gehängt. Der ist, glaube ich, ein bisschen anders, die Kupplung. Ja, gut. Na, dann fahren wir mal los. Und freut euch jetzt nicht zu früh, denn gleich werdet ihr sehen, was los ist. Ich habe noch 19 Minuten übrig. Achtung. Jo, das war's, Freunde. Ich will sie nicht wieder quälen. Nicht, dass wieder heißt, ich mache die Loks kaputt. Wir fahren jetzt einfach rückwärts. Also, das haben wir schon mal als erstes geklärt. Keine Kraft. Und sagt mir jetzt bitte nicht, das sind die Haftreifen. Die zeige ich euch jetzt gleich. Ja, schaut euch das an. So, ja, Zug festhalten. Zeige euch jetzt die Haftreifen. Die Haftreifen sind neuwertig. Das ist aber nicht das Schlimmste, Leute. Das wird noch besser. So, warte. Jetzt stellen wir die Lok vorne hin. So, also, halt, mach mal ein Stück zurück. Achtung. So, brauchen wir einen Assistent, weil der Zug, der möchte immer wegrollen. Und ich möchte euch das ja so zeigen, dass ihr seht, dass ich nicht im Unrecht bin. Also, dass ich halt den Grund habe, schlechte Laune zu haben. So, und jetzt fahren wir ein Stück zurück. So. Wir wollen euch das ja zeigen. So, jetzt geht's vielleicht, da lache ich mich kaputt. So, und jetzt fahren wir los. Genau auf die Lok achten. Na? Ups, ach nö, schon wieder. Und genau das passiert immer und immer wieder. Und es wird noch besser. Manchmal schafft sie es nicht mal, diesen Kesselzug den Berg hochzuziehen. So, also, das haben wir jetzt geklärt. Ich versuche es nochmal. Loslassen. Das meine ich. Das ist doch nicht normal, oder? Das kann doch nicht sein. Das ist eine Lok, die fast neuwertig ist. Die schafft es nicht, 13 Wagen diese Schräge hochzuziehen. Bauen denn die nur noch Schrott? Also jetzt neue Loks meine ich jetzt. So, und jetzt zeige ich euch das, dass es wirklich an der Lok liegt und nicht an meinem schönen Kesselzug. Achtung, festhalten. Ich nehme jetzt die neue Lok ab. Da, neue Lok weg. Und mache dafür eine 10 Jahre, ich glaube, ich habe 10 Jahre oder 8 Jahre oder so. Diese Lok, ja, ist alt. Habe ich jetzt nicht beleidigt. So, aber ihr kennt das ja. Ne, wir machen es andersrum. Die Seite.
Los, drinne, loslassen. So, ja? 8 Jahre alt oder so. Rocco, fast keine Haftreifen. Ich glaube, auf einer Achse ist ein Haftreifen. Gut, dann fahren wir mal los. Andersrum. Ich fahre 6 Mal ein bisschen schneller, um euch das zu zeigen. Na, jetzt schafft es auch nicht. Das ist der Vorführeffekt. Vor uns hat es gemacht. Die ist gerutscht. Ja. Die ist aus den Schienen raus. Ja, ich glaube, die ist aus den Schienen raus. Moment, sorry, Leute. Ich bin halt ein bisschen aufgeregt und ein bisschen wütend, weil diese neue Lok schon wieder Ja, ruhig bleiben, Jens. So, gut. Schauen wir nochmal nach. Gut, ist drin. Machen wir es nochmal. Anlauf nehmen. Und was sehen wir da? Die Lok hat keine Probleme damit. Wie kann es sein, dass eine 8 Jahre alte Lok besser funktioniert als eine neue? Das ist doch nicht normal, ist das? Das ist übrigens jetzt schon die zweite Arnold, wo ich sagen kann. Nein, ich nehme das jetzt nicht im Mund, das Wort. Aber versteht ihr meinen Ärger? Es liegt nicht an mir, dass ich so dämlich bin. Oh, schon wieder ein Schwarzfahrer auf der Gleise. Die lebt mir immer noch. Dann seht ihr das mal live, Leute. Er war nämlich am Anfang des Monats, oder vor 2 Monaten, ne? Mhm. Vor 2 Monaten war hier alles voll mit den Viechern. Und ein paar haben halt überlebt und krabbeln ab und zu mal hier rum. Und ich habe auch schon eins aus Versehen überfahren. Eins hat zur Entgleisung geführt. Hat mich noch gewundert. Ja, wie ihr seht, es leben immer noch ein paar. Da bleibt sich genau am Baum. Ich muss hier rumfahren. Tja, das ist mal live gewesen. Ich habe halt so auch Lebewesen auf meiner Anlage. Stört mich ja nicht. Kann von mir aus rumkrabbeln. Solange es Menschen ins Gesicht herumfliegt. So, und da fahren wir jetzt mal einen Berg hoch. Auch das klappt. Übrigens, die Lok, die neue, kommt auch nicht die Steigung dort hoch. Da kommt die nicht hoch. Das gibt's doch gar nicht. Aber ihr kennt das ja, V200, kein Problem, 13 Wagen, da lacht die drüber. Und sie hängt auch nicht ab, so wie das die neue macht. Tja, das ist schon wieder mal richtig toll, wo man sich ärgern kann. Also Leute, dann zeige ich euch das gute Stück nochmal hier. So, da. Was hat das für einen Sinn? Eine Güterzug- oder Universallok mit 6 Achsen, die es nicht schafft, 13 fast neuwertige Kesselwagen zu ziehen. Das sind ja nicht mal diese Tricksbuden, diese schweren aus Metall. Es sind schöne, leichte von Arnold. Arnold, hä? Arnold, hallo, Arnold. Und die schafft es nicht, diese Waggons hochzuziehen im Berg. Und die Haftreifen sind neuwertig. Die sind nicht abgenutzt. Hier, die sind noch sehr, sehr gut. Seht ihr das? Also das ist unbegreiflich. Was bauen denn die noch für einen Mist zusammen? Ihr müsst mich verstehen, dass ich ein bisschen sauer bin. Ja, was soll man dazu noch sagen? Außer das, ja. So, gut, dann tun wir die mal weg. Diese tolle Arnold-Lok. Und dann zeige ich euch die andere, die noch gekommen ist. Wo ist er? Darauf habe ich lange gewartet. Ist noch was drin? Ja. Irgendwas Papier. Ist auch ziemlich leicht. Das wird wahrscheinlich lustig. Ne? So. Das ist das gute Stück. Ebenfalls neuwertig von Trix. Und ihr könnt euch ja vorstellen, für was ich die organisiert habe. Nämlich für meinen tollen Kohlezug. Aber bei dem Gewicht dieser Lok, lassen wir sie erstmal fahren, ne? Halt, da müssen wir zuerst die runternehmen. So. Oh, die fährt schön.
Soll ich mal einen Kessel, einen Güterzug dranhängen? Einen Kohlezug? Die sieht richtig cool aus. Gibt's nicht. Die wollte ich unbedingt haben. So, und jetzt hängen wir die an meinen tollen Kohlezug. Haben wir noch ein paar, wir haben noch ein paar Minuten übrig, das passt schon. So, na jetzt bin ich aber gespannt. Der ist nämlich ziemlich schwer. Also, das wird bestimmt lustig. So, ja. Die ist von Minitrix. Mal sehen, ob ich das hinkriege, ohne dass ich wieder an der Lampe verbiege. Die Lok ist wirklich nicht schlecht. Also sie schaut gut aus, aber ob sie jetzt Kraft hat, das werden wir gleich sehen. Ah, mir fällt gerade auf, es fehlt eine Kupplung. Ja, das ist ja so eine Schnellspannkupplung, oder wie nennt sich das? NEM-Kupplung, kein Problem. Kann man auch eine Stange einsetzen. Könnte ich übrigens auch bei der tollen Arnold-Lok machen. Bringt ja nichts, aber die hat ja keine Kraft. Jetzt, ouch, versuchen wir das Ganze nochmal. Das richtige Gleis? Gleis 10, ne? So, gut. Oh, dann fahren wir mal los. Da ist einer raus. Das ist natürlich nicht geplant gewesen. So. Immer noch. Das ist nicht gut. Warum geht denn da nicht rein? Das ist der Vorführeffekt, Freunde. Ganz ruhig bleiben, Jens. Du bist jetzt ein bisschen sauer auf die Arnold-Lok, kann ich verstehen. Aber die andere kann ich dafür. Das ist doch nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Also jetzt, Leute, ich kriege hier gleich einen Anfall. Schaut mal. Nee, da brauchen wir gar nicht versuchen, dass die den Berg hochkommt. Die schafft jetzt den Zug ja nicht mal aus dem Bahnhof zu ziehen. Junge, was ist denn hier noch los? Das gibt's doch gar nicht. Sind da wieder die Haftreifen-Scheiße? Nein, das sind sie nicht. Die Lok ist viel zu leicht. Sie hat keine Kraft. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist eine neuwertige Lok. Die schafft's nicht, den Kohlezug zu ziehen. In echt schafft die wie viel? 30? 30 Waggons zu ziehen? Und hier schafft sie nicht mal meine? Jetzt habe ich mir das Ding umsonst organisiert, oder was? Soll ich hier mit 5 Kohlewagen diese Lok hier durch die Gegend fahren lassen? Nee, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Erinnert euch mal an die Minitrix-Tiger-Trommel, die mir verreckt ist. Und die ist nicht verreckt wegen hier Kohlezug, weil das so schwer war, sondern weil auf der Platine was durchgebrannt ist, als ich sie mal eine Runde alleine fahren lassen habe. Aber dass diese schöne Lok, auf die ich mich wirklich gefreut habe, die wiegt überhaupt nicht. Das ist, die ist ja fast genauso leicht wie so ein Waggon. Die kann ja gar keine Kraft haben. Fehlen da die Gewichte oder ist das wirklich bei den neuen Loks allen so? Boah, ich bin gerade richtig sauer. Unglaublich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Naja, ihr seht, 2 neue Loks, die nichts wert sind. Also ich meine, mir nützen sie nichts, weil sie halt nicht ordentlich fahren. Ich stelle sie nochmal nebeneinander. Neuwertige Loks. Wahrscheinlich, wenn man sie neu kauft, wird diese ja 100 kosten und die hier 150 oder sowas. Aber es kann doch nicht sein, dass neue Lokomotiven es nicht schaffen, einen kompletten Güterzug zu ziehen oder diese schwere E-Lok, Universal-E-Lok, die normalerweise im Regelverkehr fast 30 Waggons durch die Botanik zieht, es nicht schafft, diesen schönen Kesselzug zu ziehen. Ich traue mir die ja gar nicht an meinen Kohlezug zu hängen, das wird wahrscheinlich genauso schief gehen. Oder an meine IC-Wagen, die ja etwas älter sind. Also Leute, ihr müsst mir mal erklären, was hier los ist. Und jetzt sagt mir bitte nicht, das liegt an meinen Gleisen. Denn wenn ich hier so eine Gewicht, versteht ihr, das ist das Problem. Die sind noch richtig schön aus Metall. Diese Loks, ja, die haben noch richtig Kraft. Oder die hier. Ja, das ist noch ordentlich, auch Tricks. Und die hat auch Kraft, die lacht über diesen Zug. Da kann ich sogar noch 10 Hänger mehr dran hängen und der lacht die immer noch drüber. Aber die hier,
Wie schaffst du den Zug nicht mal aus dem Bahnhof rauszuziehen? Junge, 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 ich bin gerade richtig sauer. Ja, ihr seht, zwei Loks, die nichts wert sind für mich. Ja, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich wieder ganz, ganz böse Kommentare bekommen und viele, viele Dislikes, weil ich wahrscheinlich zu dämlich bin dazu oder weil meine Anlage wieder schuld ist und der Radius ist schuld und meine Gleise sind schuld. Nein, Leute, es sind nicht die Gleise und es ist auch nicht der Radius, denn hier ist auch keine Steigung. Ja, hier gibt es gar keine Steigung an der Stelle. Wenn die das nicht mal schafft, hier bis zum Bahnhof rauszuziehen, wie soll denn die dann dort hochkommen? Oder wollt ihr mir erzählen, ich muss drei von diesen leichten Loks dranhängen, damit der Kohlezug durch die Gegend gezogen wird? Das kann doch nicht sein. So, ich bin dann erstmal weg. Bin richtig sauer. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen und abreagieren. Gestern verreckt mir meine... Moment. Hier. Ludmilla. Brava. Neues Modell. Ihr wisst ja, wie es gekneckert hat. Wie Maschinengewehr. Schrott. Die ist Schrott. Eindeutig. Die hier kannst du vergessen. Keine Kraft. Die hier kannst du vergessen. Keine Kraft. Boah, ich glaube, ich spinne. Ich hoffe mir wahrscheinlich nur noch Loks, die mehr als 5, 6 Jahre alt sind. Wie hier zum Beispiel da die Kato. Komplett in Metall. Also die hat richtig ordentlich Gewicht. Wenn jemand einen Kopf schmeißt, der ist tot. Die hat richtig ordentlich Gewicht und hat auch Kraft. Die sollte ich wahrscheinlich mal einen Kohlezug hängen. Was wir wahrscheinlich lustiger sehen. Ja, das sind auch ordentliche Loks. Oder hier, die hier zum Beispiel. Oder die richtig schwere alte... Fleischmann, warum schaffen die das nicht mehr, ordentliche Loks zu bauen? Das verstehe ich nicht. Man muss doch logisch denken, dass das mit dem Gewicht nicht klappen kann. Wie kann man denn eine Lok bauen, die hier fast nichts wiegt? Die hier, das ist ein Fliegengewicht. Die ist genauso schwer wie so ein Waggon und soll diesen langen Zug ziehen? Nee, Leute, das geht einfach nicht. Und die Waggons, die rollen wirklich gut. Also in denen liegt es nicht. So, und jetzt würde ich gerne von euch eine Erklärung haben, was ich hier noch machen soll. Tja, außer alte Loks dranhängen. In dem Sinne, tschüss.